Testspiel und Nachbarschaftsderby zugleich. Der Eimsbütteler TV gegen den SC Viktoria Hamburg. Bezirksligist gegen Oberligist. Auf dem Papier ist der Favorit also klar. Der prominenteste Name ist wie so oft die Nummer 33 der Viktoria. Marius Ebbers, früherer Bundesligaspieler und heute Routinier im Amateurfußball. Die Hausherren spielen in den roten Trikots von links nach rechts. Und trotz der Rolle des Underdogs macht die Heimmannschaft früh Druck. Hier der Versuch eines schnellen Vorstoßes. Toller Ball, aber abgewehrt. Der ETV versucht es einfach frech und scheitert hier nur an Gästekeeper Jensen. Nach dieser Druckphase dann mal Viktoria. Der Ball kommt in die Mitte. Handspiel! Sofort entscheidet Schiedsrichter Koppmann auf Elfmeter. Das heißt jetzt Nico gegen Motzke. Da ist der Anlauf unsicher verwandelt. Der gebürtige Iraner, der in der Oberliga noch auf einen Treffer wartet, zeigt sich hier eiskalt vom Punkt. 1:0 für den Favoriten. Eimsbüttel ist jetzt in Schwierigkeiten. Schneller Vorstoß auf der linken Seite. Die punktgenaue Flanke. Volley. Tor! Und da ist er. Marius Ebbers zeigt, warum er auch mit 39 noch der Topscorer des SCV ist. Nach 108 Zweitligatoren lässt er hier einen schönen Volleyschuss folgen. 2:0. Und es kommt noch dicker. Eimsbüttel bekommt den Ball nicht geklärt. Aydin setzt nach und trifft. Der Winterneuzugang zeigt hier, wie gefährlich er ist. Im Sommer wurde noch über einen möglichen Wechsel in die italienische Serie B spekuliert. Dann bleibt er der Oberliga allerdings doch erhalten. Schon das 3:0. Wir springen in den zweiten Abschnitt und der ETV ist mit neuem Kampfgeist zurück. Der Bezirksliga ist wieder aggressiver und zwingt Viktoria zu Fehlern. So wie hier. Der Ball ist eigentlich schon geklärt, doch dieser Rückpass geht völlig daneben und der Ball ist drin. Unfassbares Eigentor, das letztendlich Keeper Jensen angerechnet werden muss, da er mit dem Ball die Linie überquert. Grobes Missverständnis zwischen Verteidiger und Torwart, das hier zum 1:3 führt. Eimsbüttel scheint jetzt angestachelt und setzt nach. Langer Ball aus der eigenen Hälfte, die scharfe Reingabe und da ist das Anschlusstor. Nur noch 3:2. Der ETV schnuppert hier am Ausgleich und Pauli zeigt, warum er der Topscorer der Hausherren ist. Nach 13 Toren in 19 Spielen hat ihn auch die Winterpause nicht abkühlen können. Jetzt versucht auch Viktoria wieder einen Gang hochzuschalten. Aus fast 30 Metern einfach mal der Versuch. Abpraller und das Tor zum 4:2. ETV-Keeper Nick Motzke mit seinem einzigen groben Patzer im ganzen Spiel und dieser wird sofort bestraft. Und dabei bleibt es auch. Zwischendurch wurde es eng, aber am Ende gewinnt der Favorit verdient mit 4:2. Marius Ebbers mit einem ruhigen, aber effizienten Arbeitstag. Zweimal in Aktion getreten, ein Elfmeter und ein Tor sind das Ergebnis.